Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place Video. Heute befinden wir uns an einer, so einen langen Arm habe ich nicht, Wintersportanlage. Und zwar ist hier eine Skisprungschanze, auf der schon ganz, ganz lange nichts mehr stattfindet. Und das ist ja wohl mal ein sehr außergewöhnlicher Lost Place. Und den schauen wir uns heute mal zusammen an. Viel Spaß! Und ich freue mich so, dass Püffchen dabei ist. Der 1949 neu gegründete Skiverein weihte schon im Dezember 1950 die erste Schanze ein und man sprang damals bis zu 15 Meter weit. Schon im Jahre 1976 errichtete eine Firma eine völlig neue Schanze, deren hölzerner Anlaufturm eine Höhe von 17 Meter hatte. Nun hatte die Schanze einen K-Punkt von 38 Meter. Ein jahrzehntelanges Problem der Schanze war ein quer durch den Aufsprunghang verlaufener Wanderweg, der von Winterbeginn mit vorgefertigten Holzelementen zugestellt und mit Schnee belegt wurde. Als sich der Verein Anfang der 90er Jahre Gedanken für eine neue Ganzjahresschanze mit Mattenbelag machte, war es eine langwierige Sache, Widerstände bei Umweltschützern zu überwinden, um eine Verlegung des Weges zu ermöglichen. Nachdem die Behörden dies nun endlich zustimmte, konnte 1995 endlich ein modernes, Profil ausgestattete neue Mattenschanze eingeweiht werden. Und dies aus einer dauerhaft haltenden Stahlkonstruktion. Des Weiteren sind zwei neue kleinere Schanzen mit Keramikanlaufspur entstanden. Erfolgreichster Springer des Vereins war Kai Bracht, als Junior-Mannschaftsweltmeister von 96 und dreifacher deutscher Meister. Er besuchte auch die Skigymnastik in Oberstdorf, wobei er mehrmals an der Vierschanzentournee teilnahm. Unvergessen ist Katja Seitzinger, die als überragende Alpinfahrerin von 92 bis 98 insgesamt 36 Weltcup-Siege errang und mehrfache Olympiasiegerin und Weltmeisterin war. So Leute, hier sind wir schon dran. Hier kommen die Skisprungmenschen an. Da oben ist die Schanze, da gehen wir natürlich auch gleich mal hoch. Und dann landen die hier. Und hier ist quasi das Ausbremsbett, wo sie dann zum Stehen kommen. Und Leute, hab ich euch zu viel versprochen? Das ist ja wohl mal der absolute Hammer. Hier haben wir noch so eine Art Eingang. Hier geht es nämlich neben hoch zur Schanze. Hier ist sogar noch zum Abbremsen so Rasenteppich. Und hier war bestimmt mal die Tafel, wo die Ergebnisse dran gestanden haben. Jetzt machen wir uns mal den Aufgang zur Schanze hoch. Hier sind wir angekommen. Hier wird so eine Art, wo die Sportler sich aufwärmen und sowas. Das ist aber total zu, da kommt man leider nirgendwo rein. Und hier geht's schon hoch zur Schanze. Hier haben bestimmt die Ansager drin gesessen, die das Ganze kommentiert haben. So, ich bin jetzt mal näher dran. Hier sieht man das doch recht gut. Da haben sie nur die Klappe zugemacht. Und dann ging es hier runter auf die Freifläche. So, da haben wir hier die kleine Schanze runter, die mittlere Schanze, die sieht so aus, und hier die große. Guckt mal, Wahnsinn. Hier kann man schön, dass man so ein bisschen Vorstellung hat von der Höhe, kann man hier gut erkennen. Hier sind wir jetzt oben angekommen. Da ist die große Schanze.
Da geht's runter. So Leute, jetzt sind wir zumindest mal hier an der großen Schanze mittig und da kann man schön sehen, was für ein toller Ausblick das beim Flug gewesen sein muss. Wahnsinn. Und hier kann man das noch mal gut sehen, die mittlere Schanze und da unten die kleine. Und das ist jetzt die große nach oben und da muss ich jetzt mal gucken, wie ich da einen Zugang finde. Also hier habe ich jetzt leider Gottes ist der Weg auf die große Schanze zu. Das ist mir jetzt auch zu riskant, weil hier doch ein paar Wanderer unterwegs sind. Deswegen gucken wir jetzt von den kleineren nochmal runter. Also hier stehe ich jetzt quasi auf der kleinen Schanze. Da kann man auch schön runter gucken. Das Kommentatorhäuschen, das Sportlerhaus und hier kann man noch mal schön auf die großen Schanzen gucken. Hallo Pöffchen! Und ich habe jetzt auch hier neben gesehen, das sind so für Wasser zu spritzen, dass das gefriert. Und hier diese, das ist ganz hartes Plastik, wo hier drauf gespannt ist und es zieht sich dann bis nach unten. Hier an dem Häuschen kann man auch schön noch die Lautsprecher erkennen. Sehr interessant. Hier war der Zugang zu dem Sprecherhäuschen hintenrum. Da liegen auch noch ganz viele Ersatzstücke von diesem harten Rasenplastikteppich. Also das ist schon Wahnsinn hier. Und vor allem noch so unberührt und keinerlei Vandalismus. Wunderbar. So muss das sein. So Leute, wir sind wieder in der Auto. Es ist kalt. Und ich schwitze. Und ich friere. Sieht man das? Meine Brille ist angelaufen. Da läuft Water raus, Baby. Water. Water. Ihr könnt euch ja sicher vorstellen, wo so Sprungschanzen zu finden sind. Demnach wisst ihr auch, wo man da hinlaufen muss. Reicht für heute. Naja, Püppchen. Jetzt. Halb so wild. Lasst mal einen Daumen nach oben da, wenn euch das gefallen hat. Und schreibt mal einen Kommentar, ob ihr schon mal auf Skispringen wart oder es schon mal vielleicht in Action gesehen habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye.